Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Read, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Nach einem Ruhetag stand die fünfte Runde beim Prague Challengers auf dem Programm und wir schauen uns an, was Vincent Keimer mit Schwarz gegen Peter Michalik so angestellt hat. Michalik mit einer Elo-Zahl von 2577, die Nummer 289 der Welt, ist ein Großmeister aus Tschechien, 31 Jahre alt. Vorab ein kleiner Hinweis, heute Abend streame ich live und es steht mal wieder ein legendärer Sub-Battle auf dem Programm. 14. Juni 2022, 19 Uhr, live auf Twitch einschalten. Team TBG gegen Team Huschenbeet, 13. Sub-Battle, wird wieder legendär, kommt rein. So, jetzt schauen wir uns diese Partie an. Michalik beginnt hier mit E4. C5, sizilianische Verteidigung, Springer F3, D6. Michalik wählt jetzt hier Läufer B5. Einer der beiden Hauptzüge hier an dieser Stelle. D4 führt ja zum offenen Sizilianer und so weiter. Aber Michalik spielt Läufer B5, Schach, entwickelt eine Figur. Springer D7, eine von drei logischen Möglichkeiten hier, das Schach abzuwehren. Läufer D7 und Springer C6 sind die anderen. Es geht weiter mit Rochade. A6. Läufer D3. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber der Hauptzug. Weiß überdeckt den Bauern E4 und bereitet sowas wie C3, Läufer C2, D4 vor oder Turm E1, Läufer F1. Der Läufer bleibt nicht lange da stehen. Der steht natürlich im Weg. Geht weiter mit Springer GF6. Turm E1. E6. Und jetzt Läufer F1. Zurück. B6 bereitet das Fianchetto vor hier, Läufer B7. C4, Weiß möchte viel Kontrolle im Zentrum haben, deswegen stellt er einen zweiten Bauern ins Zentrum. Läufer B7 greift hier den Bauern E4 an. Springer C3, Entwicklung deckt den Bauern E4. Jetzt super interessant hier, wenn Schwarz sich ganz normal weiterentwickelt mit Läufer E7, dann kommt D4. CD4, Springer D4 und Weiß hat im Prinzip alles erreicht, hat hier ein schönes Zentrum mit E4 und C4, dadurch Raumvorteil, schönen Springer im Zentrum. Die Stellung würde ich als etwas besser für Weiß einschätzen. Das verhindert dieser Zug hier, Springer E5. Sieht ein bisschen komisch aus, aber D4 wird jetzt deutlich abgeschwächt. Es folgte trotzdem D4. Kleines Problem, nach Springer schlägt F3 Schach, darf Weiß nicht mit der Dame nehmen, weil die Dame den Bauern D4 gedeckt haben muss. Deswegen G schlägt F3. Es kommt zu dieser Schwächung der Bauernstruktur. G6, nach 10 Minuten gespielt. G6, ein erstaunlicher Zug. Sieht ein bisschen antipositionell aus, wenn ich ehrlich bin. Deutlicher, logischer sieht aus CD4, Dame D4, Läufer E7, finde ich. Den Läufer auf diese Art und Weise entwickeln. Das ist auch okay so. Was hier bei die Engine anzeigt nach Dame D4 ist, wow. Stockfisch 15 zeigt hier an Springer D7. Und die Idee ist Turm G8 und G5. Was für ein Plan. Um dann sowas wie G4 und dann Läufer, ich vermute mal sowas wie G4 dann irgendwann. Die G-Linie zu öffnen. Zum weißen König. Verrückt. Verrückter Plan. Kommt man aber nicht so ohne weiteres drauf. Okay, Keimer setzt sofort mit G6. Ich bin mir nicht sicher, warum er das getan hat. Er war sich nicht sicher, wohin mit dem Läufer. Flexibler Zug G6. Okay, es geht weiter mit Läufer G5. Fesselt hier den Springer. Läufer E7. Entfesselt den Springer. Läufer H6. Läufer H6 ist ein Fehler. Weiß wollte hier die Rochade verhindern, offensichtlich. Aber er hat sich verrechnet. Was hätte er stattdessen machen sollen? Stattdessen Dame D2 hier, die Diagonale C1, H6 kontrollieren, ist vernünftig. Und dann Turm AD1, ne? Und ich denke, Weiß steht hier etwas besser. Aber Läufer H6 kam und das ist ein Fehler. Der Läufer hat sich hier verlaufen auf H6. Schwarz kann den einsperren. Der genaueste Weg wäre jetzt hier C D4, Dame D4 und jetzt G5. Was für ein Zug. Die Idee, Läufer G5, Turm G8 und dann verliert Weiß hier den Läufer. Ne? Mit H6 kann den Schwarz auch noch angreifen. Hier gibt es noch Läufer G7.
Turm G8, Läufer F6, Läufer F6, aber das ist offensichtlich extrem gut für Schwarz. Da haben wir die drei Läufer E5 und dieser Läufer auf E5 ist extrem dominant. Hier droht sowas wie G4, Dame H4, ne? Ganz, ganz stark. Also ich weiß gar nicht, wie man das so auch noch verteidigen will. Die Engine sagt doch hier minus 1,7. Es gibt wohl noch irgendwelche Züge, die das noch ein bisschen hinauszögern, aber im Prinzip steht Schwarz hier auf Gewinn. Also, Läufer H6 hier war ein Fehler. Keimer übersah aber CD4 und spielte stattdessen G5. Er sah also dieses Motiv, diese Idee, spielte aber sofort G5 ohne C schlicht D4. Hier gibt es einen Unterschied. D schlicht C5, B schlicht C5 und jetzt F4. Ja, mit der Dame auf D4 wäre F4 nicht möglich wegen Schlagen auch, ne? Und Läufer F4 geht nicht wegen GE5, wenn hier eine Dame steht. Das ist einer der Gründe, ne? Wir können ja mal kurz zurückgehen. Warum geht hier in dieser Stellung nicht F4 nach G5? Ja, wegen Schlagen einfach. Läufer F4 geht nicht wegen E5. Ja, weiß ja tierische Probleme hier. Turm G8 kommt hier mit Schach, ne? E5 mit Tempo, Dame D7, Dame G4. Ja, ist Feierabend. Okay, gehen wir zurück zur Partie. F4. Schwarz spielte jetzt hier Turm G8. Interessanter Zug. Interessant, was hier Vincent rechnet. GF4 ist möglich. Mit der Idee Läufer F4 und jetzt hier Turm G8. Das wäre die Alternative gewesen. Steht Schwarz auf jeden Fall etwas besser. Sehr gefährliche Stellung für Weiß. Stattdessen Turm G8. FG5 und jetzt hier, was hat er sich dabei gedacht? Läufer F8, was für ein Zug. Greift hier den Läufer an. Hier habe ich kurz nachgedacht, warum nicht König H1? Dann kommt Läufer A6, G A6 und hier Springer G4. Dame A4 und ist schon Feierabend. Okay. Nach Läufer F8 nahm Michalik auf F8. Hier gibt es aber den Zwischenzug. Turm schlicht G5, Schach. Läufer G2, König F8. Dame D2. Ab jetzt wird es ungenau. Dame D2 greift den Turm an. Besser Turm E3, die dritte Reihe überdecken und eventuell hier den schwarzen Turm neutralisieren. Dame D2. Springer H5 deckt den Turm, bereitet E5, Springer F4 vor mit Angriff auf den Läufer. Turm AD1. Und jetzt rechnet Vincent extrem stark. E5. Er ignoriert einfach dieses Turm AD1 und schlagen auf D6. Wobei man sagen muss, Dame D6 ist einfach zu berechnen, dass es verliert. Dame D6, Turm D6, Springer F4. Und Schwarz gewinnt hier den Läufer. War jetzt nicht so schwierig. Deswegen musste Weiß erstmal Verteidigungszug machen. Turm E3. Die Idee ist, auf Springer F4 immer Turm G3 zu haben. Schwarz deckt erstmal mit Turm G6 den Bauern D6. Es kommt Turm H3. Hier verpassten beide eine sehr starke Fortsetzung für Schwarz. Schwarz kann hier Dame D7 spielen. Und auf Turm A5 kommt Dame G4 einfach. Mit Mattdrohung und Angriff auf dem Turm H5. Weil Schwarz gewinnt hier Material. Hier müsste Weiß sowas wie König F1 machen. Oder König H1. Springer F4, Turm G3, Turm D8. Und im Vergleich zur Partie hat Schwarz hier ein Tempo mehr. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. In der Partie geschah nach Turm H3 sofort Springer F4. Das sieht natürlich gut und logisch aus. Aber nach Turm G3 haben wir jetzt die Stellung, die ich gerade schon hatte, aber ohne Dame D7. Hier kam Dame H4, Turm G6, HG6, Dame schlicht D6, Schach, König G8, nicht in dieses Schach auch noch reinlaufen. Erstaunlicherweise steht Schwarz auch hier etwas besser, wegen des unglaublich aktiven Springers, der aktiven Dame hier und des anfälligen weißen Königs. F3, Dame G5, Turm D2. Stockfisch gefallen viele der Züge nicht, findet immer Ungenauigkeiten. Aber ich will jetzt nicht wirklich auf alles eingehen. Hier merkt man so ein bisschen,
den Unterschied, ich zeige euch ja häufig Partien von absoluten Top-Leuten aus den Top 10 der Weltrangliste, Top 20. Dort geschehen deutlich weniger Ungenauigkeiten als jetzt bei so einem Großmeister. Ist auch ein gestandener Großmeister, aber das sind 150 Punkte Unterschied oder 170, ne? Punkte Unterschied zur Weltspitze. 170 bis, ja, 200 eigentlich, ne? Zu Magnus Carlsen sowieso 300, ne? Fast 300 Punkte. Da ist ein Unterschied zu bemerken. Ja, welche Überraschung. Es geht hier weiter mit Springer E6. Liebäugelt mit Springer D4. Turm F2. Turm D8. Dame B6. Jetzt Springer F4. Sehr stark. Inzwischen steht Schwarz auf Gewinn. Es droht Springer H3 Schach. Und dann halt solche Sachen wie Dame C1 und Dame D2 oder Turm D2. Deswegen kann Weiß hier den Läufer nicht nehmen. Es kam König A1. Er läuft weg. Dame H4. König G1. Dame G5. Es droht wieder Springer A3. König A1. Es werden die Züge wiederholt. Dame H4 ist übrigens sehr stark. König G1. Und hier hätte Schwarz gewinnen können in dieser Stellung mit Springer D3. Turm F1. Und jetzt interessanterweise mit dem Rückzug Dame G5 wieder. Und der Drohung Springer F4. König A1, Läufer A8, jetzt den Läufer retten. Springer D5, Läufer D5, CD5, König G7 und dann Turm A8 rüber. Und die Engine sagt, dass Schwarz hier gewinnt. Minus 2. Gehen wir zurück zur Partie. Keimer spielt er jetzt hier Läufer A8, ohne dieses Dame A4 und Springer D3. Und jetzt hält sich Weiß. Läufer F1, Springer E6, Läufer H3, Springer F4 zurück, Läufer F1, Springer E6, die wiederholen die Züge, Läufer H3, Springer D4, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Aber Keimer wollte unbedingt gewinnen hier. Zeigt hier Kampfgeist. Weiß kann hier aber immer noch das Gleichgewicht halten. Turm G2, Dame E7, Turm G3. So, hier hätte sich Weiß endlich mal zu Springer D5 durchringen müssen. Läufer D5, CD5 und immerhin hat er hier einen schönen Freibauern. Springer F3, Turm F2, Springer D4, Dame A6, König G7 und die Stellung ist im Gleichgewicht. Weiß hat einen Bauern mehr, aber Schwarz hat hier einen extrem starken Springer. Und der weiße König steht halt sehr offen, ne? Ich habe immer noch Möglichkeiten, hier den König anzugreifen. Aber objektiv ist es ausgeglichen. Statt Springer D5 spielte Weiß Turm G3, deckt hier den Bauern. Jetzt kommt König G7, sehr guter Zug, bereitet Turm A8 vor, in vielen Varianten. Läufer F1 zurück, Turm A8, H3, das ist zu passiv, wie sich hier Weiß aufbaut, das ist eine typische Zeitnotgeschichte auch. Er findet einfach keinen guten Verteidigungsaufbau hier. Dame H4 und Schwarz steht einfach unglaublich aktiv. König G2, Dame F4. Dame C5, er gibt sogar den C-Bauern hier. Dame D2 Schach. Das einzige Ding, der Läufer auf A8 hat die ganze Zeit nicht mitgespielt, aber den braucht er irgendwie nicht. König A1, Turm H5 deckt erstmal hier den E5, bevor er zum finalen Schlag ausholt. Und hier gab es keine Rettung mehr. Weiß probierte Dame C8, deckte hier nochmal den Bauern, aber nach Dame F2 gab er auf. Doppelangriff. Was kann man sich hier noch anschauen? Eigentlich nichts mehr. Der Turm hängt, der Läufer hängt. Der einzig sinnvolle Zug ist Turm G1. Aber hier Springer schlicht F3. Und es droht matt. Und Weiß wird matt gesetzt hier. Ja. Turm G2, Dame F1. Es gibt nichts mehr. Also letztendlich hat es Vincent Keimer seinen Gegner ja, besiegt sowieso, aber er hat ihn so echt, er hat sich durchgerungen, ne? Durchgebissen zum Sieg, ne? Eine Drohung nach der anderen aufgestellt und irgendwann ist Weiß kollabiert. Das ist ein Unterschied, man merkt es, zu Spielern, die deutlich mehr Elo haben. Hier ist die Verteidigung einfach nicht so stark, ganz klar nicht. Ne? Hier kollabieren die Spieler deutlich schneller. Für Vincent sieht es super aus in Prag. Er führt das Turnier mit 4 aus 5, 3 Siege jetzt, 2 Remis. Aber er hat mit Nordirbek Abdusatorov einen heißen Verfolger, 3,5 aus 5 und dann mehrere Spieler mit 3 aus 5. Hans Niemann, Jergus Petschak und Max Warmerdam. 4 Runden sind noch zu spielen. Wir drücken Vincent die Daumen und natürlich werde ich bis zum Ende darüber berichten.
Checkt auch gerne meine anderen Kanäle aus, The Big Greek Highlights, The Big Greek Shorts, und mich freuen. Macht's gut, bis denne.